Ahoi, moin, moin und hallo, ein herzliches Edveno Uquat. Und ich packe auch noch ein Nanechir Gleier Mordor mit hinzu. Ja, da sind wir jetzt zurück, schon bei der nächsten Aufnahme. Wo waren wir denn überhaupt stehen geblieben? Wir gucken uns mal ganz kurz auf der Karte um. Wir wollten, glaube ich, hier ein paar Türmchen freischalten. Ihn zum Beispiel. Der hier ist jetzt, glaube ich, erstmal näher dran. Genau, von dem hüpfen wir dann hier rüber, darüber. Genau, wollten das erstmal machen, denn ein paar kleine Nebenaufträge, vielleicht so eine Sklavengeschichten oder hier, was ist das, in die Grube. Oh, nee, ich glaube das noch nicht. Oder hier. Genau, so ein paar Aufträge. Und dann kommen wir irgendwann zu den Hauptaufträgen. Okay, in diesem Sinne stürzen wir uns rinne. So, dann gucken wir mal. Letzte Aufnahme, da ist mir aufgefallen, in den ersten beiden Folgen war der Ton relativ, also ja, der Ton war an und für sich nicht leise, aber die Sprachaufnahme war recht leise. Da werde ich jetzt ein bisschen gegensteuern und mein dummes Gebabbel ein bisschen lauter machen. Ja, hier schleicht jemand umher. So, wir müssen dahin. 500 Fuß, ja, das ist okay, denke ich. Servus. Packung. So, du kriegst auch noch eine. Ah, okay. Juhu, das ging fix. Ja, ein bisschen Übung muss sein, ne? Wir müssen ja für den Kampf gerüstet sein. Oh, da oben, da ist so ein grünes Symbol für Informationen. Die sollten wir uns nicht entgehen lassen. Oh, okay, es sind eine Menge Orks. Ja, gut, das wollte ich da nicht. Ich glaube, dann werde ich doch die Flucht ergreifen. Och Gott. Ah, Kurt Stahlbart. Den sehen wir jetzt zum dritten Mal. Einmal haben wir ihn getötet, beim zweiten Mal ist uns ein anderer dazwischen gekommen. Mal gucken, was diesmal sein wird. Ich vermute ja. So, komm. Lauf, Jung. Ich glaube, wir nehmen lieber die Beine in die Hand, weil hier sind mir jetzt tatsächlich viel zu viele Orks. Viel zu viele Orks. Das ist ja wegen ungleichmäßig. Unverhältnismäßig. So. Stattdessen erneuern wir uns hier ein Türmchen. Bing! Oh, hier ist scheinbar auch gleich eine Festung in der Nähe. Tatsächlich. Meine Ahnen Untergang. Ich muss ihn mit Licht abwenden. Widerspricht, gefällt mir. Meine Ahnen Untergang. So. Oh, hier gibt es wieder auch allerhand Sachen. Ethylinden Artefakte ohne Ende. Was ist das? Ach, das Arkot Stahlbart. Vielleicht können wir den ja auch weglocken von seinen Mannen. Das wäre gar nicht mal verkehrt. Da unten ist er. Immun gegen Fernkampf, wie auch sonst. Ah, verdammt, ich hatte gehofft. Ach, verflixt. Ich hatte gehofft, ich kann den allein mitnehmen irgendwie. Dass ich 1:1 gegen ihn kämpfen kann, weil dann würde das alles ganz schön anders aussehen, schätze ich. So zum Beispiel. So. So, jetzt aber. So, Arcode. Ich hoffe, das hat dir jetzt gelangt. So, und weg hier. So, wir suchen uns aber gleich mal. Ah, genau, wir haben jetzt das Rennen für uns entdeckt. So, wir suchen uns jetzt aber mal gleich den nächsten Turm raus, dass wir erstmal die Karte ein bisschen aufgelöst haben. Und zwar ist der, nee, in die Richtung, okay. Ah, okay, da müssen wir durch die Festung hindurch. Na gut, das werden wir schon schaffen. So. Wir rennen einfach ein bisschen. Und
schleichen uns drüber hinweg. Ja, die Kletterei, die erinnert ein bisschen an Assassin's Creed. Aber das ist ja auch Mode geworden irgendwie. Also das haben ja mehrere Spiele für sich entdeckt. So, komm, lauf. Lauf, kleines Frettchen, lauf. So, da haben wir schon den Turm. Wunderbar. Ja, ist nur im Ansatz zu erkennen, aber wir haben es. Okay, und danach, da ist wieder so eine spezielle Mission. Diese rote. Da wird es bestimmt wieder was Tolles geben. Irgendwie ein super tolles, eine super tolle Rune. Eine Zitadelle aus alter Zeit. Geheimnisse, die nur meine Augen sehen. Okay, dann sehen es halt nur deine Augen. Ist ja nicht so schlimm. Wir gucken uns die Mission, glaube ich, trotzdem an, weil die letzte, die war jetzt nicht so mega schwer. Da war es ja so, dass, schade, ich dachte, er springt gleich auf. Dass da ein so ein einzelner Typi war. Plus seinen paar Gefolgsleuten. So, mal gucken. Tugok, der Wächter. Oh, der sieht aber heftig aus. Macht 8. Ich glaube, der andere hatte auch 8, oder? Glaube. Naja, wir werden sehen. Schauen wir mal. Ich hoffe, das wird nicht zu heftig. Besiege Tugok. Okay. Wir versuchen vorher seine Atzen da irgendwie mit Kopfschüssen auszuschalten. Oder haben wir irgendwo Feuer in der Nähe? Zuerst seine Anhänger töten. Okay. Probieren wir das mal. Ah, die Zeit reicht nicht aus. Ah, verflixt. Jetzt, okay. Oh nein, ruf doch nicht deine Atzen. Feigling. Menschendreck. Zeig mir, was du kannst, kleiner Tark. Lass uns ein wenig Spaß haben. Na, dann komm mit. Erstmal ein Stückchen weg hier. Ja, nur wie zwei, genau. Deswegen hast du auch deine Leute gerufen mit deiner Tute. So, mal gucken. Vielleicht können wir ihn ja auch... Können wir ihn auch meucheln? Oh ja, das hat ihn gut was abgezogen. Du bist zu schnell, du bist zu langsam, Großer. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ihn wieder erwischen. Feiger Abschaum, einfach abgehauen. Oh, bist du beleidigt? Und? Oh, was? Na gut, aber wir haben ihn schon gut was abge... Oh, was? Ui, so kriegen wir ihn nicht. Das heißt... Oh, da ist noch einer. Astusch, der Rasende. Eieieiei. Ja, jetzt haben wir... Jetzt die Kacke am Dampfen. Oh, oh, die sehen mich. Schnell weg. So, jetzt aber. Komm schon. Na, endlich. So, okay, den haben wir. Zusätzliches Ziel haben wir auch abgeschlossen. Okay, und wir haben jetzt aber Astusch am Hacken. Konfrontation Erfolg. Na bitte. 400 XP und 50 Myrion. Ich muss das Leuchtfeuer anzünden. Oh, wie noch einer. Ich mach mir eine. Ach du meine Güte. Eieieiei. Ich sehe hier nichts. So. So, okay, den haben wir auch. Flüchtet der andere oder was ist da los? Mal gucken. Vielleicht kriegen wir den ja ein bisschen. Ah. Nee, nicht in die Burg flüchten, du Feigling. Paragon! Beeilung! Paragon!
Boom. Was ist denn los? Hast Brandwunden. Na herrlich. Davon habe ich geträumt, Waldläufer. So, na, dann holen wir uns jetzt erstmal die Rune. Die lag ja hier gleich um die Ecke. Okay, dann vergessen wir den, glaube ich, erstmal. Weil bei meinem Glück, oder bei unserem Glück vielmehr, ist der auch nicht empfindlich gegen Schleichtodesstöße oder sowas. Oder? Doch, sehr schön. Da ist er! Ha! Du bist zu schwach! Ich werde dir mit deinen Zähnen die Schuhe. Er will sich mit unseren Zähnen die Schuhe binden. Dann bin ich gespannt. Na, komm mal ran hier. Komm. Halte mich für verrückt. Aber ich und? Jawoll. Gut, das war dann Tugok. Ja, gut, wir wollten bloß eine Mission machen, haben jetzt direkt drei Hauptmänner platt gemacht, aber ist okay, denke ich. Das ist okay. Wir gucken jetzt erstmal auf die Karte. Und die Karte sagt uns, es ist ein ganzes Stück bis zum nächsten Turm. Ja, was soll's. Vielleicht machen wir auch zwischendurch noch die Mission. Mal gucken. So. Schauen wir mal. Wir haben ja Zeit. Das drängelt nicht. Und wenn das Let's Play über 40, 50 Folgen geht, das ist mir auch recht. Ich mag das Spiel. Sie haben uns kaum etwas entgegenzusetzen. So, du Sklavenschänder. Bitteschön. Hab Dank. Bitte rette meine Freunde, bevor es zu spät ist. Sie wissen nicht, wann sie den Mund halten müssen. Ja, da kümmern wir uns ein andermal drum. Das ist Hauptauftrag hier, glaube ich. Ja, genau, da sehe ich schon Redback. Ich würde sagen, das machen wir aber ein andermal. Was war das hier für ein Auftrag? Wir fielen das Lager ein. Ach du meine Güte, nee, da müssen wir im. Ach du meine Güte, in der Festung. Na gut, aber irgendwann muss man das machen, oder? Ja, nee, das machen wir ein andermal. Das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen heftig. So. Ihr Feiglinge. So. Du kriegst auch noch eine. Ah, oh, man sieht hier öfter mal so wenig. Ja, okay. Ich wollte schon gerade sagen, man sieht so wenig und dann sieht man nicht, wenn man von den anderen angegriffen wird. Und das ist doof, weil man ja auch reagieren muss. So, anyway. Oh, wie viele? Was ist denn hier los? Meine Güte. Ah. Krakorn der Schänder, den kennen wir doch irgendwo hin, oder? Du weißt nichts über Stärke. Ich zeige dir Stärke. Den kennen wir doch irgendwo her. Das sind ganz schön viele hier. So, wir müssen uns mal ein bisschen aus dem Staub machen hier. Ah, okay, die sehen uns. Gut. Ja, ich muss mich kurz ausruhen. Dann springen wir mal schnell hier hoch auf den Turm. Da wollten wir sowieso hin. Okay, dann reißen wir uns den kurz unter den Nagel und dann schauen wir uns mal die Lage an, ob wir Krakorn nicht vielleicht irgendwie gebändigt bekommen. Welch wunderschöner Stein. Der Turm ist wiedergeboren, so wie ich. Ja. Okay, ja, hier gibt es auch eine Menge zu tun. Genau, da ist Krakorn. Na, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir das ja irgendwie gedeichselt.
Ah, zack. Ah, okay. Hihihihihi. So, noch ein Kopfschuss. Und noch einer. Oh, schade. Nein, nicht ihn. Ich wollte eigentlich Krakauen. Ach, verflixt. Okay, dann schnell wieder hoch. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen feige, aber... Meine Güte. Ist ja von denen auch nicht gerade ehrenhaft, dass da 20 Orks auf einen zugerannt kommen. Die sind ja auch ein bisschen feige. Und jetzt kann ich natürlich nicht zielen. Ja, dann muss ich zur Not alle einzeln platt machen. Oder vielleicht schaffen wir es diesmal auch so. Mal gucken. So, okay, eine Hinrichtung. Oh, er flüchtet. Aha. Komm, renn. Und... Ja, komm schon. Jawohl, jetzt. Jetzt haben wir ihn. Okay. Gut, dann haben wir also Krakauen auch noch geschafft. Das Kackhorn. Ja. Meine Herren, das geht ja voran. Bei jedem Schattenangriff 35 Fokus. Schattenangriff? Haben wir schon Schattenangriff? Ich bin mir da nicht so sicher. Letzte Nacht habe ich dieses gruselige Biest wieder in den Schatten kauern sehen. So, dann gucken wir mal. Geisterwelt. Irgendwo soll hier ein Ithildin sein. Gucken vielleicht hier auf der anderen Seite. Ja. Ja. Nein, du solltest nicht. Naja, gut. Jetzt ist es so. So, dann einmal hier hoch. Und aufsammeln. Jawohl. So, okay. Zack. Genau, wir gucken mal ganz gemütlich, wo wir gerade hier so da hängen. Auf die Karte. Schnelle Gnade. Er verfluchte seine Feinde und erlöste sie mit seinem Pfeilen von ihrem Leiden. 250 Miran. Oh, ich glaube, das ist dann eher so nur eine der letzten Missionen. Ich würde sagen, wir ziehen uns denn erstmal hier wieder in das Gebiet zurück. Hier hinten kommen wir nachher nochmal hin. Und werden hier dann erstmal so die Sachen abgrasen. Hier das Isildin, da ein Artefakt, da ein Artefakt und hier noch die Hauptmission. Die Hauptquest. Die Queste der Verfolger. Du hast die Aufmerksamkeit einer geheimnisvollen Kreatur erregt. Suche sie und finde heraus, was sie über dich weiß. Tja, die Kreatur haben wir ja schon gesehen.